Gut, dann gehen wir mal wieder zurück, denke ich. Den Ausgang haben wir ja gefunden. Ja, hier. Ich hoffe, ihr habt euch den Weg gemerkt, weil ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ja, genau, hier waren wir, glaube ich. Jetzt hier nochmal durch. Hier, glaube ich, auch nochmal durch. Ah, nee, 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 nee. Wir haben ja diese Notiz gefunden. Dann war es hier durch. Oder? Hier durch und genau, hier sind wir am Ende. Wo wird uns der Weg hinführen? Auf jeden Fall zu einer weiteren Tür. Okay, vor 3 Jahren hat dieses Teil, wo er früher gearbeitet hat und wo wir jetzt sind, geschlossen. Wird er verfolgt? Loch im Zaun? Oder Tür? Glaube, das sieht mir nach etwas größeren aus. Dann gehen wir erstmal hier durch. Oh, noch eine Leiche. Und zwar von einem Sicherheitsbeamten hier. Ah, hier liegt auch noch was rum. Eine alte Uhr. Und zwar seine Uhr. Okay. Auf der anderen Seite haben wir auch nichts mehr. Okay. Dann gehen wir in das Gebäude rein. Überall sind seine Sachen verstreut und überall gibt es Leichen. Ist er der Mörder? Und warum erinnert er sich an nichts? Da ist eine Tür. Also wir haben hier einige Türen und es geht auch nach oben. Geschlossen wegen Reparatur. Okay, und die Tür ist auch geschlossen. Also wenn wir mal Strom brauchen, wissen wir, wo was ist. Und den Locker können wir, den Schließfach können wir auch noch öffnen. Ah ne, doch nicht. Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mal hochzugehen. Genau, und das schauen wir uns gleich mal an, was er hier gefunden hat. Okay. Da haben wir eine Tür. Da geht's weiter hoch. Und hier haben wir einen Tisch. Ein Esstisch. Und zwar ziemlich verstaubt.
Glaube schon. Und ist was passiert? Jetzt ist was passiert. Okay. Okay. Und noch ein Teil. Betätigen wir das doch auch noch mal. Das läuft jetzt auch wieder. Gut. Dann gehen wir mal weiter durch die Tür. Kommt man nicht durch, da bräuchte man eine Karte. Gut. Aber wir können hier noch weiter hochgehen. Tür. Noch eine Tür, die ziemlich vernagelt ist, dass keiner mehr reingeht. Okay. Yes. Läuft auch. Ich denke, den nehmen wir auch mal mit. Man weiß nie, wenn man was braucht. Magnetkarte. Noch ein Dings. Ist wieder zum Aktivieren. Okay, das müssen wir nochmal machen. Geht immer noch nicht. Jetzt aber. Und dasselbe nochmal. Und nochmal. Auch und hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Gut, das läuft. Okay, hier war dann nichts mehr. Doch. Mit dem Hammer können wir wahrscheinlich die Tür aufmachen. Seitenschließfach. Und ein Bild von Rachel ist inside. Und nochmal viele, viele Flaschen. Okay. Moment, mehr gibt es hier anscheinend nicht zu tun. Dann müssen wir wohl wieder runter. Ja, okay, da gibt es nichts Neues. Die Magnetkarte wird wahrscheinlich jetzt noch nicht doch funktionieren, oder? Ah, nee, die war ja erst da drüben. Ich glaube, die dürfte noch nicht funktionieren, schätze ich mal. Yes. Doch, sie funktioniert schon wieder. Sehr schön. Durch die Tür unten kann man da mit der Magnetkarte.
noch mal ganz runter. Vielleicht geht das ja jetzt. Dass wir nicht unbedingt hüpfen müssen. Ah, das sieht doch schon mal besser aus hier. Alle fünf scheinen zu laufen. Okay. Yes. Wahrscheinlich wären wir da auch rausgekommen, wenn wir gehüpft wären. Was haben wir hier? Okay, Taschenlampen und eine ist fehl. Was ist jetzt passiert? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Wahrscheinlich, wenn wir runtergehüpft werden, wenn wir auch hier gelandet oder so irgendwie, schätze ich doch mal. Was haben wir da? Auto? Okay. Okay, passiert nichts mehr. Das heißt, wir müssen wohl zu Fuß laufen. Oh, da geht's wieder weiter. Ah, da müssen wir auch durch. Sonst kommen wir nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Dann laufen wir mal hier weiter. Hier entlang. Mal hier rein. Oh, da ist ein Führerschein. Den nehmen wir doch auch mal mit. Oh, sehr, sehr seltsam, was hier vorgeht. Na toll, und es fängt an zu regnen. Hier ist auch Blut im Schlüsselloch. Das ist überhaupt nicht gut. Was geht hier nur vor? Und hier ist der Fernseher. Lass mich raten, es ist Norman. Ich denke schon. Fenster können wir auch noch anschauen. Okay. Was ist hier nur los? Also... Langsam glaube ich, er ist der einzigste lebende Mensch in der nächsten Gegend hier.
Andererseits. Ach, was soll's. Schaden kannst, denke ich, jedenfalls nicht. Auf der anderen Seite gab es auch noch mal eine Tür. Okay. Was macht Rachels Anorak hier? Und hier noch alte Waffen. Und eine Waffe fehlt. Und zwar die Waffe, die wir hier haben, die wir gefunden haben. Ich denke schon. Okay, aber weiter kommen wir, glaube ich, immer noch nicht. Schlüssel haben wir ja noch nicht gefunden, glaube ich. Ah, aber man könnte das Schloss knacken. Das heißt, wir wären gar nicht rausgekommen, hätten wir nicht da das untersucht. Okay. Was haben wir hier? Icebox. Okay, da waren wir ja vorhin. Wasserturm. Okay, nächster Halt ist anscheinend sein Heim. Hier geht's weiter. Mal schauen. Das hier ist verschlossen. Okay, hier scheinbar richtig zu sein. Oder auch nicht. Okay. Oh, warte mal, war da auch noch. Hier geht's auf jeden Fall zu ihm rein. Und ich komme auch nicht zurück. Ich wollte gerade schauen, war da noch Blut am Dings? Am Zaun. So, jetzt sind wir bei eben zu Hause und es ist qualvoll ruhig. Denke schon.
Okay. Weil wir wollten ja eh noch nicht gehen. Gehen wir mal hoch. Was rum? Ein altes Foto von Rachel und ihm. Ich denke schon.